ihr Lieben, schön, dass ihr auf meinen Kanal gefunden habt. Heute gibt es für euch wieder ein neues Gruselvideo und in diesem Video geht es um die Geister aus Disneyland und Disney World. Und was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß beim Video. Der erste Geist, von dem ich euch erzählen werde, soll die Haunted Mansion heimsuchen. Die Haunted Mansion gibt es als Attraktion in Disney World, Kalifornien, seit dem 9. August 1969. Das ist eine Art Geisterbahn, mittlerweile gibt es die aber auch in anderen Parks, in denen man quasi, wie der Name schon sagt, durch eine Villa fährt, in der es spuken soll. Und ja, später gab es dann da auch richtige Hologramme und richtig krasse Animationen und solche Sachen, die einen ein bisschen gruseln sollen, aber natürlich alles noch so etwas kindgerecht gehalten. Der Haunted Mansion Geist soll ein kleiner Junge sein, der die Attraktion in Florida heimsucht. Und der Legende nach hat eine Mutter die Asche ihres verstorbenen kleinen Sohnes mit dorthin gebracht in diesen Park, weil er einfach Disney unglaublich geliebt hat und dort seine schönsten Stunden verbracht hat. Und sie bat darum, seine Asche im Park verteilen zu dürfen. Das wurde ihr natürlich aus mehreren Gründen verboten, aber der Legende nach hat die Frau sich nicht an das Verbot gehalten und ist trotzdem dann in die Haunted Mansion gegangen und hat dort die Asche ihres kleinen Sohnes verteilt. Und seitdem soll dort ein kleiner Junge spuken, den auch schon viele Leute gesehen haben wollen. Und es soll sogar ein Bild geben, das den kleinen Jungen zeigt. Die Frau, die dieses Foto aufgenommen hat und es dann schließlich auch in das Forum gepostet hat, schrieb darüber, dass dieser kleine Junge nicht dort gewesen wäre, als sie das Bild gemacht hätte. Und nicht nur hatte er sie nicht angeguckt, als sie das Bild gemacht hatte, es hatte auch niemanden in diesem Alter gegeben, kein kleines Kind, mindestens 20 Leute vor ihr. Also dort war kein Kind in diesem Alter, deswegen kann sie sich nicht erklären, warum er auf diesem Foto erscheint. Und außerdem fragt sie sich dann in ihrem Post, warum das Kind direkt in die Kamera guckt oder es so aussieht, als ob er direkt in die Kamera guckt. Denn sie sagt, sie hat das Bild ohne Blitz geschossen. Das heißt, es ist eigentlich unmöglich, dass der Kleine wusste, dass dort ein Foto gemacht wird und dass er dann direkt in die Linse gucken sollte. Das Bild ist viel diskutiert. Viele Leute sagen, es ist nicht echt. Andere Leute sagen, es war echt, aber es war einfach irgendein Kind. Aber es gibt eben auch Leute, die glauben, dass das der kleine Junge war, dessen Asche dort verteilt wurde. Manche Leute behaupten auch, sie hätten den Geist des Kleinen auch in der Attraktion Pirates of the Caribbean gesehen. Und viele Leute behaupten, sie hätten einen weinenden Jungen am Ausgang der Haunted Mansion hocken sehen. Und viele glauben eben, dass das der tote kleine Junge ist, der entweder traurig ist, dass er tot ist, oder traurig darüber ist, dass er nicht wie alle anderen einfach die Haunted Mansion verlassen kann. Es gibt natürlich auch Kritiker, die sagen, vielleicht war es einfach nur ein Kind, das auf seine Mutter gewartet hat und Angst hatte vor dieser Geisterbahn. Aber wie gesagt, manche Leute glauben, es ist der kleine Junge. Disney World hat dazu auch schon mehrere Statements herausgegeben und jeder, der nach diesem Vorfall mit dem Verstreuen der Asche fragt, bekommt die Antwort, dass das nicht stattgefunden hat, dass auch nie eine Frau irgendwie solche Fragen gestellt hat. Aber da gibt es natürlich auch Leute, die sagen, vielleicht behaupten sie das einfach nur, weil es eben nicht besonders gut für die Attraktion ist, wenn da jemand seine Asche verteilt hat. Obwohl Leute wie wir, die auf so gruselige Sachen stehen, vielleicht gerade deswegen dorthin fahren wollen würden. Aber ja, das ist der offizielle Standpunkt von Disney. Nein, das hat auf jeden Fall nicht stattgefunden. Aber wie gesagt, die Legende hält sich weiter. The Matterhorn ist eine doppelte Stahlachterbahn, die es seit 1959 gibt. Diese Achterbahn hat quasi zwei Strecken, die sich an einer Stelle auch kreuzen. Eine Frau mit dem Namen Dolly Young soll diese Achterbahn gefahren sein. Sie saß in einem der hinteren Wagen und etwas vor ihr saß ein kleines Kind ohne Eltern oder irgendjemand, der dem Kind helfen konnte. Was genau dann da los war, ist im Nachhinein wohl nicht ganz klar, ob das Kind sich wehgetan hatte, Angst hatte oder sich nicht richtig festgemacht hatte. Auf jeden Fall soll Dolly aufgestanden sein, um dem Kind zu helfen. Und dabei stieß sie sich den Kopf an der oberen Schiene. Ich habe euch ja gesagt, die Schienen haben sich an der einen Stelle überkreuzt und Dolly stand leider genau dann auf, als sie unter dieser Schiene hindurchgefahren sind. Sie stieß sich den Kopf und fiel nach hinten auf die Schienen und wurde dort vom nächsten heranrollend den Wagen überfahren. Das Ganze soll so schlimm geendet haben, dass komplett die Achterbahn auseinandergenommen werden musste, um Dollys Leiche komplett aus der Bahn hinauszubekommen. Seit diesem Unglücksfall soll Dolly The Matterhorn heimsuchen. Viele Leute berichten, dass sie sie in einem anderen Wagen gesehen haben oder sogar auf den Schienen stehend oder auch etwas weiter weg.
Manchmal nur ganz, ganz kurz aus dem Augenwinkel, manchmal sahen sie Dolly wirklich direkt und sehr, sehr deutlich. Auch Disneys Mitarbeiter sollen schon gesagt haben, dass sie sich sehr unwohl fühlen, wenn sie an dieser Attraktion arbeiten. Und diese Bahn wird auch immer mal abgegangen, das ist bei allen Achterbahnen so, um zu gucken eben, ob alles noch sicher ist oder ob irgendjemand Sachen verloren hat, was ja auch häufig passiert. Und da haben auch Mitarbeiter gesagt, dass sie sich besonders an der Stelle, an der Dolly gefallen ist, immer sehr, sehr unwohl fühlen, dass sie das Gefühl haben, beobachtet zu werden und das Gefühl haben, dass Dolly immer noch da ist. Auch die Arbeitslampen, die sie bei diesen Kontrollen dabei haben, sollen gerade an dieser Stelle, an der Dolly starb, immer wieder kaputt gehen und nicht richtig funktionieren. Und deswegen haben viele sich schon geweigert, diese Strecke abzugehen, weil sie einfach ein ungutes Gefühl bei der Sache haben. Der Geist von George soll auch den Park in Florida heimsuchen, spezifisch die Attraktion Pirates of the Caribbean, denn dort soll er beim Erbau als Schweißer geholfen haben. Wie George dann am Ende tatsächlich gestorben ist, dazu gibt es mehrere Versionen. Die eine Version behauptet, dass etwas hinuntergefallen ist, da gibt es auch verschiedene Versionen, ob das jetzt ein Leuchter war oder ein Balken oder etwas anderes, das George erschlagen hat, sodass er starb. Es gibt aber auch die Theorie, dass er beim Bau vom Teil The Burning City in diese Attraktion hinunterfiel von seiner Halterung und so tief fiel, dass er dann am Ende starb. Der Legende nach hält George die Attraktion an, wenn jemand mitten in der Fahrt sagt, I don't believe in George, also ich glaube nicht an George. Er wird dann wütend, die Wagen bleiben stehen, die Lichter gehen aus und die Attraktion kann nicht weitergehen, bis sich eben jemand darum kümmert. Ich habe keine genauen Beweise dafür gefunden, dass das tatsächlich schon stattgefunden hat. Es gibt aber viele Leute, die behaupten, dass das schon stattgefunden hat. Und angeblich sollen auch Mechaniker, die dann gerufen wurden, oder Spezialisten nichts festgestellt haben, was jetzt das Problem gewesen war, dass die Bahn nicht weitergefahren ist. Normalerweise gibt es dann naja eine Fehlerprognose, was jetzt schiefgelaufen ist. Aber wenn George seine Finger im Spiel hat, dann gibt es keinen Grund dafür, keine Begründung. Sogar Disneys Mitarbeiter sollen solchen Respekt oder Angst vor George haben, dass sie jedes Mal, wenn sie die Attraktion öffnen, sagen Good morning, George, also guten Morgen, und abends, wenn sie die Attraktion schließen, Good night, George. Wenn sie das nicht tun, so ist die Legende, dann passieren unvorhergesehene Dinge im Laufe des Tages, die Bahn fährt nicht weiter, irgendwelche Sicherungen brennen durch oder jemand stürzt sogar oder ähnliches. Deswegen wollen sie das Risiko der Legende nach gar nicht erst eingehen und begrüßen George immer freundlich und sagen ihm auch freundlich gute Nacht. So, das waren auch schon die Geister, von denen ich euch in diesem Video erzählen wollte, die angeblich Disney-Parks heimsuchen sollen. Was meint ihr dazu? Glaubt ihr, dass das Ganze genauso stattgefunden hat, in diesen Fällen zum Beispiel mit dem Ascheverstreuen bei dem kleinen Jungen, oder haltet ihr das eher für unwahrscheinlich? Glaubt ihr vielleicht sogar, dass Disney selbst diese Gerüchte gestreut hat, um vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für die Attraktion zu bekommen? Und würdet ihr selbst mal mit einer von diesen Bahnen fahren, nur um zu sehen, ob ihr einen Geist seht? Würdet ihr vielleicht sogar George ein bisschen provozieren, um zu sehen, ob die Bahn wirklich anhält? Oder hättet ihr da doch zu viel Respekt vor? Schreibt es mir mal gerne unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr dem auch gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr es noch nicht getan habt, freue ich mich sehr, wenn ihr diesen Kanal abonniert, um kein Video mehr zu verpassen. Und ich hoffe, wir sehen uns alle beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.